Axel and Rody. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. Hey Leute, was geht? Hier ist wieder euer Cinematrix mit dem fünften Teil von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, wer die anderen Teile schon geguckt hat, also wir sind hier noch in den einen Aufenthaltsraum, wo die Kiste drin ist, und suchen jetzt natürlich den Weg raus. Dazu brauchen wir ja ein paar Gegenstände, die wir schon bei haben. Noch die Hundeköpfe. Und mal schauen, ob wir rauskommen. Wir haben zwar hier noch nicht alle durchsucht. Doch unten waren wir, außer in der Werkstatt. Warum auch immer. Und hier oben sind auch noch ein paar Zimmer frei. Da fehlt mir aber dieser Schlangenschlüssel. Ja, naja, wir probieren erstmal, raus. Ich denke mal, dass wir heute bestimmt doch mal hier zurückkommen. Oh, hier sitzt Oma. Ich werde übrigens, da ich ja meine ganzen Teile bis jetzt auf Twitch gestreamt habe und aber auf meinem YouTube-Channel dann rüber gespielt habe, werde ich das jetzt ein bisschen anders machen, das Ganze. Und zwar werde ich nach dem Livestream hier das Ganze ein bisschen bearbeiten, dass die Qualität dann nachher auch ein bisschen besser wird und erst dann auf meinen YouTube-Channel hochladen. Somit hat denn jeder eine bessere Bildqualität als wir hier. Sieht dann auch, glaube ich, schön aus. So, wir müssen dahin, wo der rote Schlüssel ist. So, warte mal, da kommen wir doch. Ne, da kommen wir ja nicht durch, wa? Oder doch? Klar, die Ecke ist schon aufgemacht. Da müssen wir hin. Da ist er. Da müssen wir hin. Zack. Und zack. Ah. Cool. Trophäe erhalten. Du kommst hier nicht raus. Bin da draußen. Schön. Da ist schon gleich was. Da ist ein Dietrich drin, wa? Jawohl. So, mal gucken. Den Hof erkunden. Okay. Also Dietriche braucht man hier wirklich mehr als hier noch. Schade, dass es hier so wenig gibt. Eine Pflanze. Halt. Pulver können wir auch mitnehmen. Da können wir gleich mal gucken, ob wir da was kombinieren können. Da
gebesserte Pistolenmunition, genau. Pillen. Pillen hatten wir. Pillen, 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 Pillen. Genau, die werden wir mal jetzt immer benutzen, weil man soll ja dadurch mehr Objekte aufspüren können oder einfacher aufspüren können. Schauen wir nochmal. Augenöffnung. Okay, hier sind schon mal so Sachen. Mal gucken. Guck mal da, siehst du, da sind jetzt immer so eine. Hier ist drinne. Hier ist immer so eine schön kleine Pfeilchen. Ach, hier für Wackeldackel. Den habe ich bis jetzt immer weggeschossen. Zack. So, na, kann man damit nicht machen. Drin, aber ich könnte die Chemikalie kombinieren. Zack. Genau. Dann können wir das Cheesepulver schon noch mal nehmen. Und wahrscheinlich wieder kombinieren. Irgendwo anders in einem anderen Teil. Also gucken wir erstmal weiter hier. Maske. So, dann schauen wir doch mal hier, was die Dinger hier zu bedeuten haben. Die sehen aus wie Sicherungskarten oder sowas. Das ist so wahrscheinlich. Oder irgendwelche Sicherungsdinger. Okay. Dann nehmen wir doch mal den Wohnwagen. Nur ein Dach. Oh, hier gibt es aber eine Menge. Meine Fresse. Ja, 3, 5. Steroide.
Stabilisierer erhöht. Dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Okay. Steroide hatten wir schon gehabt. Da müssen wir. Ah, guck mal, das sind so eine Einlässe, wa? Das sieht so aus, als ob da die Münzen, die wir gefunden haben, oder? Darin kommen. Aha, okay. Da ist er, die schrecklich grausame Familie. Für sie ist es zu spät. Schade eigentlich. Da siehst du, da sind nämlich die Münzen, die Antiken. Die haben wir natürlich jetzt nicht bei. Die da, 44 Mark. Viel Rückschlag und hohe Mensch-Stopp-Wirkung. Aha. Cool. Ja, wir könnten jetzt noch mal mit der Freundin eigentlich hier, aber wir haben kein Videokassette dabei. Ach, hier ist so ein Speicher. Ah, doch, hier ist eine Kiste. Ah, guck mal. Hier haben wir ja alles. Kiste ist hier. Eine Pistole liegt da auch noch. Cool. Speicherpunkt. Ja, dann machen wir doch erstmal, dass wir hier die ganzen Gegenstände alle da reinschmeißen, um hier noch Platz zu haben. Dass wir Munition noch nachfüllen können. Ja, die Chemikalie. Damit kriegen wir nämlich noch Munition zusammen. Den Dietrich. Die Physiopille können wir darin schmeißen. So, dann machen wir mal kurz eine Kombination. Was mehr. Defekte Pistole. Okay. Die brauchen wir wahrscheinlich nachher irgendwo wieder, um irgendwas auszutauschen. Oder warte mal, können wir nicht mit irgendwas anstellen? Kombinieren. Nee, kann man nicht. Nicht zu erkennen. Also erstmal wieder zurück hier. Ab in die Kiste. Und die antiken Münzen rausgeholt. Münzen tauschen machen. Das heißt auch mal gucken, ob wir hier
finden. Ich denke mal, die sind alle gleich. Klick 2. Ah, du brauchst so viele Münzen, um das da freizuschalten. Ah, okay, verstehe. Und das haben wir ja eigentlich schon mit der maximalen Gesundheit. Nachladegeschwindigkeit. Das sind 5 Münzen und das sind 9 Münzen. Wir haben jetzt noch 4, also würde für den anderen sowieso nicht ausreichen. Schade. Dann nehmen wir das einfach nochmal. Plupp, freischaltet. So, Steroide. Das nächste wäre hier. Schmeißen wir ruhig schon alle Münzen drin. Damit wir Platz wieder frei haben. Und werden einfach mal stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Ja, das ist jetzt nun dauerhaft. Das ganze Spiel gegenüber, weil ich ist jetzt schon meine zweite Spritze. Oder sollte ich die erst einsetzen? Wenn es soweit nötig ist. Ja, schade, dass hier nicht mehr Platz im Inventar zur Verfügung steht. Auch keine Ahnung, ob sich das vielleicht noch erweitert oder nicht. Was gibt's denn hier? Nervengiftgranaten. Okay. Aus Pillen und starke flüssige Chemikalien. Aha, gut zu wissen. Verbesserte Pistolenmunition. Spießwürmer was starke. Okay. Das sind schon die Kombinationen, die man machen kann. Okay. Fehlt ja der Lot 2. Ja. Bewegen. So, das wollen wir doch mal. Bewegen, dann haben wir nämlich immer schnell was frei in der Hand und dadurch auch ein Platz wieder mehr. So, ja, dann speichern wir uns doch gleich hier nochmal ab. Ihr wisst ja, wie immer, Bild ist weg kurz. Weiter geht's. So, mal schauen. Ist hier eine Karte? Ja. Okay. Okay, weiter kann man nicht suchen. Na gut. Oh. Warum will man rausgehen, schnell Telefon, siehst du? Das ist schon wieder ein Hinweis. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst uns nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die so
Aha. Okay. Schon mal Bescheid. Bisschen noch hier suchen. So, und dadurch die Tor kann man ja noch nicht durch. Gespannt, ob wir eine Mutter gleich kennenlernen. Also so richtig. Vollmunition, nimm mal mit. So. Mal nicht weiter. Die Viecher machen schon richtig komische Geräusche hier. Hallo, jemand zu Hause? Alter, was sind das? Ja, wusste ich doch. Ich meine, ich dachte, dass du hier was willst von mir. Vorab. Ich krieg richtig Tüten oder was? Ja. Ja. Wollte ich auch noch. Das waren ein bisschen überdimensionale Motten. Und jetzt noch so ein Haufen. Ich denke mal, da kommt bestimmt eine ganze Menge raus. Schön aus. Da gehen wir mal noch nicht lang. Gucken wir erstmal ein bisschen weiter. Schreit da schon jeder?
So, wir sind dicke Ding. Ja, also ich sag mal, da müssen wir durch. Das ist die Frage, wo wir als erstes durchgehen. Mal für die Wurst. Aber ich geh erstmal durch den anderen. Bewegt sich irgendwann drinnen. Der schon stechen. Ich weiß nicht viel, anscheinend. Okay. Sack darfst du anscheinend nicht zu nahe kommen. Also muss ich den Sack erstmal den Gegner mal erledigen. Nehmen wir nochmal die Schrotflinte. Mal gucken, ob das was bringt. Aha, na eh doch. Noch ein Sack. Nimm mir vielleicht auch den Sack. Oh. Flatsch. Das braucht man eine ganze Menge Munition. Flüssige Chemikalien, ja. Du bist da hier. Okay, jetzt runter in den Keller. Aber wir wollen erstmal hier durch. Was sind das für Viecher? Spinnen, wa? Ja. Die Ohren kurzfristig. Ja. Okay. Für die Munition zu schade, wisst ihr? Haben wir auch gleich wieder Trophäe erhalten. Ich werde jetzt mal die Steroide anwenden. Mal schauen, was die bringt. Wow. Maximale Gesundheit erhöht. Ah, vielleicht wird man ja dadurch länger. Ja.
Hat das alte Haus noch den Serum durchsuchen. So, kann ich jetzt hier was kombinieren? Nö. Doch. Müsste doch die. Nee, nicht. Okay. Schlecht. Wir müssen noch einen Schuss abgeben. Dann können wir da wieder was reinpacken. Klick, klick und so. Erste Hilfe abschneiden. Brauche ich aber nicht. Ich hab doch hier noch. Wieder so ein Sack. Hier vorne sitzt auch schon eine. Medition, die nehmen wir dabei. Die können wir mal hier brauchen. Was ist das da? Festbrennstoff. Okay. Ja, gute Frage. Ach, damit kannst du dann wahrscheinlich die Viecher abfackeln. Ersten Brennstoff. So, wir gehen jetzt hier und hier, dann kommt bestimmt zu denen. Ah, okay. Das war der Raum, der da noch nicht durchsucht war. Da haben wir den Platz. Zwei haben wir Platz. Dann gehen wir erstmal hier rein. Zu den netten Viechern. So, der ist erledigt. Weniger ist mehr. Wieder ein Trophäe erhalten. Na, sieht doch. So, ich hoffe, das hat sich gelohnt hier mit der Munition. Ach da, okay, wie ein Schrank. Ein bisschen mehr. Siehst du, da haben wir doch mal Brennstoff und Brennstoff. Was ist das hier? Getriebe. Schmack auf Kraut.
Kann ich mal die Chemikalie mit dem Kraut wieder verbinden? Jetzt ist nur die Frage der Fragen. Da gibt es denn starke Erste Hilfe? Ja, davon haben wir ja schon drei. Haben wir 120. So, ich denke mal, Leben brauchen wir bestimmt hier eine Menge. Die behalte ich mal auf. Weil, da will ich ja mal die Pillen mit der starken Flüssigkeit kombinieren. Genau. Also. Machen wir das mal so. Dann können wir da dieses. Ne, da eben erstmal mal hinten. Gucken, was da ist. Ach, da kommst du wahrscheinlich rüber über den Steg, denn war auf die andere Seite. Ah, Karte. Jawohl, Karte des alten Hauses. Sehr schön. Da kommst du in die Galerie. Dann ist da noch was. Gewächshaus. Das ist bestimmt wieder auf so eine Menge Viecher. Und da ist der Wasserspeicher. Gibt es ja nicht mehr so viel hier in der Ecke. Bin dann mal gespannt, wann Mutter das erste Mal kommt. Okay, jetzt nächste Runde. Ah, hier ist wieder so ein. Da haben wir doch noch so ein komisches Teil gehabt. Auch mit der Spinne, siehst du? Genau. Das gemeldet. Ja, haben wir natürlich nicht bei. Das würde wir ein Geheimfach aufmachen. Kein Gang, kein Fach. Und da draußen gibt's was. Brenngriff, haben wir vom Platz frei? Ja. Den nehmen wir mal mit. Brenngriff. Zack. Da können wir das doch wahrscheinlich die jetzt damit kombinieren, wa? Kombiniere. Nee. Ist das vielleicht voll schon? So, dann werden wir den mal nach dahin bewegen. Aber können wir nicht auswählen, warum nicht? Fehlt uns da vielleicht noch was zu, die wir von in der Schublade gefunden haben. Vielleicht sind wir jetzt hier nicht immer gut. Chemikalien können wir keine mitnehmen. Über diesen schmalen Steg musst du gehen. Wäre schön, wenn der so ein Safety-Raum kommen würde. Ach, hier, guck mal. Ah, und ein Rucksack.
Jawohl, Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Na, jeder. Backpacker, Trophäe. Na, dachte schon. So ist doch schön. Ist hier noch irgendwas drin? Versteckt es mir. Hier ist aber irgendwo ein Wackeldackel. Da. Ping. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollten ja die Chemikalie da mit der Pille. Genau, tauschen. Mal wechseln. So, Pille. Zack. Was brauchen wir noch, haben wir gedacht. Den Erste-Hilfe-Arznei können wir wieder auch rüberschmeißen. Einzulegen, Objekt kombinieren. Die Pille machen wir damit. Die Antibabypille. So. Brennstoff, den brauchen wir bestimmt nachher noch. Brauchen wir noch was? Mal nicht. So, dann können wir mal das kombinieren damit. Und dann haben wir eine Nervengiftgranate. Schön. Für den Granatwerfer. Enthält ein starkes Gift, das sich das Nervensystem auswirkt. Ah, naja. Also kriegen wir im Laufe des Spiels noch einen Granatwerfer. Auch nicht schlecht. So, den können wir dann aber erstmal in die Kiste packen. Brauchen wir ja jetzt nicht. Packen wir auch da rein. Dann können wir uns noch die andere Chemikalie schnell holen. Die da hinten war. Zack. Da war doch noch irgendwas gewesen, oder? Wenn ich recht irre. Genau, hier können wir noch mal die Bilder rausholen. Heilt überhaupt noch die Bilder? Jetzt gewesen, dieses, ach da, Festbrennstoff. Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird, kann allein nicht verwendet werden. Kann man das kombinieren damit? Ach, selbst sind davon noch mehr. Mehr ich hoffe mal, dass wir das kombinieren können. Kraftstoff für den Brenner. Ach, das ist der Brennergriff. Nur, oder was?
da schon so ein Ding drauf. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch was zum Entzünden. Irgendwie, glaube ich. Kann sein. Wer weiß. Ja, abspeichern. Na, der komische Teil da gucken. Abspeichern ist ja immer so wichtig. Hier. Nee, haben wir gar nicht mehr. Haben wir ja nicht mehr. Soweit alles, das andere Zeug eigentlich nicht. Dann können wir den abspeichern. So. Okay. Speichern erledigt. Dann schauen wir mal weiter. Ja, da fehlt uns diese komische Bilder. Ist nur die Frage, ob wir da durchgehen. Die können wir später noch mitnehmen. Aber gehen wir schon von aus. Mal zum Wasserspeicher gehen, ja. Da ist schon mal Schießpulver. Schießpulver ist sehr gut. Oh, was gibt's hier alles Schönes? Physiotonikum. Dietrich, sehr schön. Oh. Ach, wir können ja eigentlich mal das Physiotonikum. Nee. Oder doch, oder nicht? Nee, für den zweiten nicht. So, da mir die da ein bisschen zu aggressiv sind, die erstmal mit der Flinte wieder ein bisschen. Würde ich lieber verbrennen, wäre einfacher gewesen. Aber die Flinte hat sich ja auch bewährt gemacht. Na? Ja, ja, ist ja gut. Haut ab. Schuss noch. Ja. Noch viele Schüsse. Bestimmt auf einer, welchen Winkel man mit Opa trifft. Gibt's denn hier? Ah, da fehlt der Gobel. Der Gobel! Lass mal da rüberkommen. Hier, dass die Brücke hochkommt. Ah, okay. Ja.
Ja, jetzt sind die Viecher schon mal weg. Dann haben wir mal den Wasserspeicher hin. Na? Wop. Die haben aber reingeräuscht, da krieg ich gleich Gänsehaut. Hier schon alles, eine Ölkanne. Brennstoffdüse. Nehmen wir da. Ein Kraut. Hat Teile kombinieren? Dann kann ich bestimmt die Brennstoffdüse. Mit den Dingens, Dangens, Dungens. Genau. Aha. Das hätten wir mal Feuer machen sollen. Ah, guck mal. Flammenwerfer. Jawoll. Kann man nämlich die Viecher schön abhalten. Okay. Gut, dann müssen wir quasi die Kurbel finden. Ja, schon beinahe gedacht. Na, dann kommt mal her. Zack, weg sind sie. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir denn da hin müssen. Wir waren doch im Wohnzimmer, da war doch so ein Gang nach unten gewesen. Weil anders kommen wir ja hier bis jetzt noch nirgendwo hin. Genau, in den Keller. Dann wird da wahrscheinlich dann auch die Kohle sein. Ab in den Keller. Hier ist ja schon wieder so ein Wackelkopf. Irgendwo. Wo ist denn der? Da. Ping. Das sind bestimmt Trophäen oder sowas, was man ja dann kriegen tut. Münze, jawohl. Oh, hey, Pippi. Ja? Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß, du hast recht und ich wollte es dir ja sagen, aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum, tu etwas! Hilfe, Hilfe! Okay. Ah, das ist Stelchen. Dann komm. Dann nachher bestimmt unten durch. Steh da nicht nur so rum, sagt er, tu etwas.
super. Na denn, auf zur Statue. Gestaunt, dass uns bis jetzt Mutter noch nicht über den Weg gelaufen ist. Bleib draußen! Oh! Verdammt! Ey! Ja, jetzt bin ich mir über. Wieder so ein Ding. Ja. Geschossen? Kommt anscheinend nicht. Ja. Das war wieder sehr aufregend. So, mal gucken, dass wir hier die Spinne wieder hinkriegen. Das sieht doch schon nicht aus. Mist! Ach, sind doch nur ein paar Würmer. Ja, Scheiße! Festbrennstoff. Den brauchen wir.
Doch, mit der Chemikalie konnten wir das kombinieren. Noch ein Kraut. Denkt man, da sollten wir erst nochmal zurückgehen. Combination machen. Na, hier fehlt auch die Probe. Die Kurbel. Da muss man runter. Gut, also dann doch lieber erstmal zurück, da jetzt hoch. Und da brauchen wir wieder wahrscheinlich auch einen Schlüssel. Besonderen. Flüssige Chemikalie. Okay. Ah. Da brauchen wir den Schlüssel, den wir noch nicht haben. Also, doch erstmal zurück. Das war da erstmal die ganzen Teile alles kombinieren können. Tausendfüßler ohne Ende. So, müssen wir nochmal gucken hier. Wir haben zwei Kräuter und Chemikalien. Ja. Dann haben wir noch Schießpulver. Ah, Schießpulver und Chemikalien, genau. Das können wir schon mal kombinieren. Guck mal hier. Nervengiftgranaten und Flammengranaten gibt es auch noch. Aus dem Festbrennstoff und starke Flüssigkeit. Aha. Siehst du? Hier zu wissen. Okay, für Kräuter und Schießpulver und starke Flüssigkeit. Pistolenmunition, verbesserte Pistolenmunition. Chemikalien haben wir zweimal. Übernehmen. Dann haben wir da wieder drei. Dann können wir die Münze wegpacken, die brauchen wir jetzt nicht. Aber wir haben keine starke Chemikalie. Dann können wir die eigentlich auch alle wegpacken. Physiotonikum. Dann haben wir noch in Dietrich bei sicherheitshalber. Ach hier, Festbrennstoff.
Ach so, der hat aber nur mit der starken Chemikalie, dass wir da das andere da kriegen. Ja. Cheesepulver ließ ich doch auch. Mit verbesserter Munition. Normale Munition. Den werden wir mal auch einsacken. So, abspeichern oder nicht? Klar. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste. Lieber immer mehr abspeichern als nachher immer zu wenig. So. Mal schauen, was es da gibt. Weil so ein Rasenmäher im Keller stehen. Ein paar ausgelatschte Schuhe. Zitronikum. Also davon stehen sie anscheinend, die Zeug brauchen. Dann werden wir auch gleich mal ins Nutzen, um zu schauen, nicht noch irgendwo was versteckt ist. Ist schon der Wackeldackel. Ah, da ist die Kurbel. Da ist die Kurbel. Mehr hab ich hier nicht. Okay. Ein bisschen falsch rum. So. Fliege, Motte, was auch immer.
Jemandette Fliege. So, können wir hier schon mal die Kurbel benutzen. Darüber gesichert. So, ach so, warte mal, dann können wir doch gleich hier. Überdackeln. Müssen wir bloß mal gucken, wie wir jetzt da wieder hinkommen. Durch am besten. Gehen wir denn da durch? Genau. Denke ich mal, ist der beste Weg. Ja. Sieht aus wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ja, jetzt finde ich den. Okay. Noch ein Wort, was wir übersehen haben. Mutter, bist du zu Hause? Mach mal Kaffeepause. Oh, das geht. Ich hab dir gesagt, du sollst hier aussehen. Ja, ja. Hat die gesagt, Schwanzlutscher? Ablenken. Dann muss da drüben schnell durch. Ja, jetzt haut's ab. Okay. Komm mal her! Kein Bock hier die ganze Zeit rumzufuchteln. So, Ohr noch. Bleib stehen. Ja, mach Sitz. Also von ersten Hilfearznei gibt es ja hier jede Menge. Wo bin ich? Hey! Eine Truhe! Was ist das? Ah, der Krähenschlüssel. Ist er? Den brauchen wir. Und noch ein bisschen entflammbare. Er braucht ein bisschen Brennkraftstoff. Auch schön. Und die Klospülung kann ich nehmen. Antike Minze. Auch schön. Wunderbar. Gut. Super. Ja, Platz haben wir noch frei. Dann können wir da gleich durchstarten. Und das ist was, was Großmutter mich nicht sieht. Wo ist er denn?
Ja, sehr, aber ich sehe sie nicht. Da ist er. Da ist er. Kuckuck. Nimm mal die andere Seite zurück. Mit deinen Motten. Wenigstens für mich gleich eine Brücke rüber. Über diese Brücke musst du gehen. Und das Leben danach zu verstehen. So. Oh! Alter! Mistvieh, ey! Meine Fresse! Brennt sie schon mal? Dann wollen wir die noch hier erledigen. Genau, hast du jetzt davon. So. Ersticken setzt in der Scheiße. Mann, hat die mich erschrocken. Alter Schwede. Altes Haus ist es so wie. Ist da nichts drin? Oh, ein schönes Fahrrad. Haufenweise Puppen. Ein paar frische Blumen. Was zum? Okay. Eine Browserleitung. Serie-Serum ist in vollem Objekt in der Lage, Serum zu sehen. Die Serie Gehirnnerven, F4-Nerv. Okay. Ich glaube, das ist es. Ja. Zurück. Nun?
mitnehmen? Hm. Baseballkeule, ja. Telefon. Und? Hast du eine Währung gefunden? Ich musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Aha. Okay. Na super. Dann schauen wir mal noch einen Arm. Oh, ja. Da ist schon mal ein Püppchen. Aha, da gibt es ja noch einen Geheimraum. Ich ahne da nichts Gutes. Ja, da ist schon wieder Flatter. Ach, das ist die Laterne. Ah, guck mal. Die muss ich doch bestimmt dann irgendwo hinbewegen. Zu. Ah ja, dann mit. Ah. Genau, dann geht das Seil hoch und dann nimmt das Ding auf. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier noch was finden. An die Münze, wo die noch war. Und hier ist wieder ein Wackeldackel. Da ist er. Da muss ich jetzt irgendwas anhängen. Hm. Ich hab doch nicht weiter gefunden zum Anhängen. Kugel wird wohl nicht sein, ne? Na toll. Also müssen wir irgendwas finden, was wir da anhängen können. Irgendein Gegenstand. Die Frage, was? Mensch. Kann man nicht anhängen? Zu gucken, ob wir irgendwo was finden noch. Und dann die Kugel anhängen. Dann nehmen wir doch mal eins von den Psychotonikum. Aha.
18 Munition ist sehr gut. Hätte ich mich schon vorher gefunden. Gucken wir schneller mal hier hinten in den Raum. Kann ich noch was vergessen haben? Nee. Ist hier noch was? Nee. Hört sich nicht gut an. Ah, die ist da unten durchgekrabbelt. Ja, super, und ich muss ja jetzt hinterher krabbeln. Da ist ja noch wahrscheinlich das, was ich suche. Naja, toll. Nächste Seite. Ja, krabbel mal. Was zum Teufel? Nee, das ist kein neu. Teufel. Nee, das ist mit per Volley waschen. Was stand da? Lass mich meine besiegen und ihre Laterne nehmen. Ah, siehst du? Die Materialien fürs Serum finden. Ja. Dann müssen wir von der Eulen jetzt die nochmal besiegen und ihre Laterne nehmen. Wäre ja eigentlich fast besser gewesen, um abzuspeichern. Da ist was, da ist was, da ist was. Wo bin ich jetzt? Okay, ah. Ah, okay, das ist hier. Ah, da ist der Wohnraum. So, machen wir das schon mal. Ach, das nochmal zur Abspeichern erstmal. Dann machen wir das doch lieber erstmal. Und dann machen wir nämlich Schluss für heute. Weil das wird nämlich dann wahrscheinlich noch sehr aufregend werden. Zumindest können wir jetzt die Münzen dann auch noch verwenden. Wie viel haben wir? 2. Naja, rennen damit. So, den Krähenschlüssel, den will ich mal behalten, wer weiß, ob man den noch braucht nachher. Dieses Rolikum bleibt hoch, die Kurbel bleibt hoch und das können wir auch überpacken. Jo. Rein theoretisch könnten wir das Steroide noch immer mitnehmen. Okay, mal, da haben wir ja noch eine antike Münze. Die können wir ja verwenden. Jo, genau, dann gucken wir mal, was passiert denn. Kriegen wir das andere da noch. Zack. Stabilisierer. Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch die schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Ja, wenn es dauerhaft wird, das heißt wirklich die Frage, ob es dauerhaft wird. Egal, wir speichern uns ab und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim nächsten Video. Denk mal morgen, am Sonntag werde ich den machen.
Ja. Wie gesagt, denkt dran, ich werde das jetzt ein bisschen abändern, dass das hoffentlich das Bild ein bisschen schöner rüberkommt. Aber ich denke mal schon, wird schöner. Alles klar, meine Lieben. Ich wünsche euch was. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.